So, und da wären wir jetzt eigentlich wieder bei Doom, denn folgendermaßen, bei Doom ist das alles ein bisschen anders. Du hast dann halt diese Episoden, die, keine Story so wirklich. Du musst dann halt schauen, dass du da irgendwie zurande kommst, und am Anfang ist das alles noch so einfach. Du hast dann also deine Gegner, musst aufpassen. Man stirbt dann schon recht schnell, wenn man jetzt nicht gerade der Oberpro in dem Game ist, und wenn man es halt schon lange nicht mehr gespielt hat, dann muss man sowieso erstmal nochmal ein bisschen reinkommen. Achso, es war ja so, dass er hier die Rohstoffe nicht übernommen hat. Das ist ja wieder so mal. Ja, wir werden hier mal nicht verlieren. Ihr wisst es. Genau. Wo war ich denn geblieben? Ich weiß es nicht. Genau. Und man stirbt dann recht schnell, wenn man jetzt so nicht so wirklich in der Übung ist. Und das kann unter Umständen auch dann echt gefährlich werden. Wenn man gerade als Arena-Shooter, man bewegt sich wirklich sehr schnell. Aber wirklich sehr schnell. Und das Coole ist, die Level werden halt immer komplexer und immer komplexer. Und irgendwann ist es jetzt so, ich habe das Spiel jetzt schon durchgespielt. Da kommt ja halt diese Zusatzmission und du musst dann so viel machen. Du kannst also eigentlich jedes Level auch schaffen, ohne einen Gegner zu töten, weil du immer eine blaue, eine rote und eine gelbe Karte brauchst, um durch spezielle Türen zu kommen. Das wird irgendwann aber so komplex, dass du durch Lava musst, wo du Schaden nimmst. Dann gibt es da eine gewisse Anzahl an Anzügen, damit du von der Lava keinen Schaden nimmst. Die musst du alles genau timen, dass du dann nicht am Ende ohne Anzug dastehst und dann womöglich noch irgendwie verreckst, weil du durch diese Lava gehen musst. Und dann musst du da was aktivieren, dann musst du durch diese rote Tür gehen, dann musst du da, hast du dann was aktiviert, dann dass du durch die gelbe gehen kannst, dann musst du den Punkt merken, zurückgehen, wo du da wieder was aktivieren kannst, und es ist einfach absolut komplex am Ende noch. Und das hat überhaupt nichts mit heutigen Spielen zu tun, ist mir aufgefallen. Ich jammer jetzt hier schon rum, weil ich hier eine halbe Stunde sitze und die hier nicht töten kann. Und das war damals einfach nicht so. Das war viel, also es war noch komplexer, noch schwieriger. Und die Spieler von heute jammern da irgendwie immer so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl mittlerweile. Das ist schon echt krass geworden, wie verwöhnt wir eigentlich sind, so von einfachen Spielen. Das ist schon echt krass geworden. So, kurz mal einen Hieb geben und heilen. Oh, und sofort wieder auf die Fresse kriegen. So, das Ding ist, jetzt kommt hier halt auch wieder Verstärkung, ne? Wie soll ich das denn hier jemals gebacken kriegen, ey? Bleib liegen. Errungenschaft freigeschaltet. So, jetzt seht euch mal die Verstärkung an. Sechs solcher Typen hier oder so. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Freunde, das geht nicht. Okay, ich renne jetzt einfach durch dieses Dorf hier. Oh Gott, ich habe keine Keule mehr. Ach du Scheiße. Mann, hallo. Hallo. Ich habe ein kaputtes Mausrad, das müsst ihr wissen. Deswegen switcht er gerade irgendwie nicht auf die Keule. Mann, du sollst die andere nehmen. Ist egal, ich habe eh keine mehr. Scheiße. Da ist dieser dann. Ich muss mich heilen. So. Bienen aufsammeln. Die müssten sich besänftigen, mein Freund. Er nimmt Schaden. Er nimmt Schaden. Wunderbar. Gibt es hier irgendwie Beute, die ich mir nehmen kann? Gibt es hier natürlich nicht. Ich glaube, da hinten geht es nicht weiter, ne? Schnell, 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 schnell. Oh, ich muss doch hier irgendwas craften können, Alter. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Hilfe. Ich bin hier einfach ohne Plan. Langsam aber sicher muss ich die hier alle ausmerzen. Und hoffen, dass die hier irgendwie was bei haben. Sowas wie ein Feuerstein oder so. Zum Beispiel er hier hat jetzt einen Feuerstein mehr gehabt. Jetzt fehlt mir Hartholz. Ah.
Wow, das ist dieser Dunn. So, schön Bienen auf euch loslassen. Und diese Pfeile ziehen ihn aber ordentlich. Gleich habe ich ihn. Nein, verfehlt. Ich habe nicht mehr endlos viele Pfeile. Okay, ist gleich down. Was? Okay, er ist down. Er ist nicht down. Er ist down. Oh mein Gott. Und ich habe keine Pfeile mehr. Nein! Alter. Oh mein Gott, ich ziehe mich immer weiter zurück, ey. Ich habe keine einzige Waffe mehr! Alter, das ist doch so scheiße. Das ist doch so scheiße, ey. Wie soll man das hier denn schaffen? Was? Warum? Warum wurde ich in mein Bestenmenü geschickt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück kommt dir keine Meldung, wie du entfernst dich aus dem Missionsziel, aus dem Missionsgebiet oder sowas. So, da hinten sehe ich Hartholz. Ich kann ja also rumrennen, wie ich Bock habe. Das ist schon mal gut. Okay, ich höre einen Tiger oder sowas. Ich bin so gefickt, ey. Okay, nee. Was ist los? Was ist los? Ich brauche noch mehr. Okay, eine Keule macht's auch. Was macht der Hund? Hat er gerade hingepisst? Okay, da hinten sind Ziegen. Okay, ich habe jetzt Zeit, merke ich gerade. Ich gerade nicht gedacht. Ich brauche Hartholz. Da ist ein Löwe. Okay, oh la 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 la. Wolfi kümmert sich um den. Alles gut. Mann, dass es auch immer so viele Tiere geben muss. Katze einen an. So. Oh, Freunde, das dauert ja Ewigkeiten hier. So, ich kann mir jetzt genau gar nichts nochmal herstellen. Ich habe nicht mal Hartholz für Pfeile, Alter. So, da ist der Jaguar drin. Der würde mich auch eh nur angreifen. So, hier, ich sehe hier links einen Beuterucksack. Kann ihn aber nicht ausfindig machen, der ist bestimmt da irgendwo hinten, unten da, irgendwo da, so. Die Gegner kommen langsam, aber sicher zurück. Ich werde schon irgendwo gesehen. Oh, hier kann ich zwei einige Keulen aufnehmen. Oh mein Gott! Okay, ich bin zumindest etwas gerettet. Ich habe auch noch eine Schleuder, fällt mir gerade ein. Ich sehe bloß gerade keinen Gegner, das ist famos. So, jetzt bekriegen wir uns hier gegenseitig mit Keulen, mit Schleudern. Oh Mann, Alter, was bin ich denn jetzt schon wieder fast tot, ey? Das gibt's doch alles überhaupt nicht. Dieser Typ da oben nervt. Der nervt einfach absolut. So, geh nach Hause. Okay, das Feld hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gelichtet. Okay, jetzt kommen sie alle. Oh, Mama Mia, here we go again. Ey! Ist das nur ein einfacher Bogenschütze? Den krieg ich down. Den krieg ich down. Wunderbar. Und durchsuchen. Vielleicht hat er was dabei. Feuerstein, das ist schon mal gut. Ein Rotblatt. Kann ich damit was herstellen? Nein, aber wir kommen der Sache langsam aber sicher näher. Oh, Freunde. Ihr könnt ja mal schreiben, ihr könnt ja mal schreiben, wie das so bei euch war. Alter. Mit dem Udam-Bollwerk. Ihr merkt, bei mir ist das hier der absolute Krampf. Diese Steinschleudern bringen auch irgendwie genau gar nichts.
So, jetzt habe ich nicht mehr Fleisch, kann mich nur noch primitiv heilen. Tot. Okay. So. Wolfi. Der stoppt einfach nicht, der Typ. Seht ihr das? Oh, ich habe kein Fleisch mehr, um den zu heilen. Alter! Das gibt es doch einfach alles nicht. Ich werf da diese riesen Keule auf die, das juckt die einfach null. Seht ihr das? Das juckt die einfach nicht. Wie soll ich denn das hier schaffen? Ich hab schon eine schwere Keule, ey. Ist doch unfassbar. Mann. Ich bin mich gerade so am Konzentrieren. Jetzt bin ich schon voll von diesem Doom-Ding hier abgekommen. Dann rede ich das nächste Mal nochmal genauer drüber. Ich krieg seine Maske auch überhaupt nicht zerbrochen. Und dann, wenn die Maske zerbrochen ist, dann hat man das eigentlich. Ja, denkst du, Puppe, ey. Das sind, glaube ich, noch drei Typen, oder? So. Die Bienen könnten meine Rettung sein. Einen habe ich damit getötet. Jawohl! Und die Keulen wieder aufgenommen. Und durchsuchen. So, ich sehe noch einen roten Punkt auf der Karte. Boah. Kann ich hier tot von oben machen? Ja! Sehr gut. So, komm, ich habe noch einen Stein geworfen, Kollege. Oh oh. Oh Gott, ich dachte, ich hänge jetzt hier fest. So, der letzte, da hab ich das Bollwerk geschafft. Ja! Touchdown! Ja! Oh mein Gott, war das ein Aufwand. Boah. Puh, zum Glück gibt es davon im gesamten Spiel nur zwei. Oh, was ist denn jetzt noch? Okay, das, was wir da am Ende noch gesehen haben, oder den Menschen, den wir da am Ende noch gesehen haben, das war also da, der große Anführer, wo wir den wir da fast am Anfang noch getötet haben und eigentlich immer nur mit seinen Kumpanen jetzt die ganze Zeit zu tun hatten.
Neue Rohstoffe wurden in dein Belohnungslager gesendet. Neuer Wiener-Spezialist. Da hat sich deinem Dorf angeschlossen. Schwerer Takedown. Das hat dann, was ich wieder mal gekriegt. Und 2000 XP plus eine Bevölkerung. Hey. Für das Riesenbollwerk. Und ein neuer Fähigkeitspunkt. Tja, das war also wie gesagt da, den wir da ganz am Anfang eigentlich noch getötet haben und der jetzt am Ende aber nochmal in der Katzen zu sehen war. Der jetzt hier gefangen ist, ich wollte gerade sagen, also wenn wir den in unser Dorf holen, da ist er eher so, ich glaube, da macht er eher eine Unfug. Und ist da vielleicht sogar noch sowas wie Doppelagent oder so, sage ich jetzt mal. Nicht, dass dann da irgendwie die Udame herholt, aber wenn er gefangen ist, denke ich mal, geht es noch. Und ihr hört es schon im Hintergrund, er hustet. Ich denke mal, er ist irgendwie krank. Das hat man auch in der Katzin gesehen. Ich denke mal, das wird noch eine Bedeutung haben. Da wird es noch zu irgendwas kommen, was noch von Relevanz ist. Bin ich jetzt im Dorf? Ja, bin ich. Sieht so anders aus. So grün. Ah, war da oben ist auch nochmal eine Höhle. Ah, okay. Deswegen. So, genau, das ist die Höhle, die ich hier kenne. So, unser Haus. Ah, ein Dachsfell brauchen wir noch. Dann können wir das auf Stufe 2 upgraden. Machen wir dann bestimmt mal in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin schauen wir noch mal ein bisschen durch die Ruhmeshalle. Und dann kann ich so mal das Udam-Bollwerk noch ein bisschen Revue passieren lassen. Im Dorf haben wir jetzt Takas Höhle. Wie gesagt, gerade noch eins von zwei. Seiler und Tensei sind komplett ausgebaut, sowie Jaima, Karush und Voga ebenfalls nur mit einem. Und dann fehlen sogar noch zwei Personen, sehe ich gerade. Wow, okay. Fortschritt. Reise beendet. Da fehlt auch noch einiges. 5 von 13, also knapp die Hälfte. Und Höhlenwand. Gesamtfortschritt 28%. Udam-Bollwerk haben wir. Das Izila-Bollwerk fehlt noch. 0 von 4 abgeschlossene Bestienmeisterjagden. 12 von 31 Ober- und Außenposten, 8 von 16 Dorfbaufortschritt und so weiter, 4 von 15 von 24 freigeschaltete Waffen, 26 von 42 gejagten oder gezähmten Tieren, also wir haben noch längst nicht alles gesehen, 3 von 10 entdeckte wichtige Orte, 22 von 184 gefundene Fundstücke. Und hier nochmal das, was wir alles so gesehen haben. Also langsam peilen wir die Hälfte des Spiels an. Geistertotem, Höhlenmalerei, Venja Armband und so weiter. Also ihr seht, wir sind jetzt ungefähr so bei 30, 35 Parts. Das könnte also gut auf die 60, 70 hinauslaufen und das finde ich, ist auch für ein Spiel dieser Größenordnung völlig okay. Und das Udam-Bollwerk, meine Güte, ich habe mich da gequält, habe ich mich da. Boah, ich weiß auch irgendwie komischerweise gar nicht, wie ich das hätte besser machen können. Klar, ich hätte vielleicht mehr Tiere einsetzen können, bla bla bla, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Freund, der sich dann irgendwie 10 zusammen mit Ziegen zum Zittauer Zoo zähmt, ne? Wisst ihr Bescheid? 10 Tiere zähmt, um die dann da alle einzusetzen. Von daher war das so ein bisschen so, ja, ich hatte dann auch nur meine 2 und wenn du dann einmal stirbst, ist eigentlich vorbei, dann musst du komplett nochmal nicht gleich wieder reinrennen, sondern dir komplett nochmal Rohstoffe aufbauen, alles nochmal machen. Ich hatte ja dann irgendwann auch kein Fleisch mehr. Ich konnte meine Tiere nicht wieder heilen, um die wiederzubeleben. Und ich hatte dann auch kein Fleisch mehr, um mich selber zu heilen, geschweige denn grüne Blätter. Und es war dann irgendwann einfach nur ein Krampf. Dann zukam noch, dass mit der Keule ich den irgendwie den fetten, gepanzerten Soldaten da irgendwie null Schaden gemacht habe. Oh, das war einfach ein Krampf, war das wirklich. Das hat sich so hingezogen. Bin jetzt endlich froh, dass ich das geschafft habe. Ich denke mal, ihr habt das schon besser gemacht. Also viel schlechter konnte man es irgendwie nicht machen, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. War ein bisschen komisch. Naja, gut. Ansonsten war es das von dieser Aufnahmesession bis hierhin. Ich bin's, euer Tiber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja alles dabei, ne? Es ging jetzt hauptsächlich wirklich um das Udam-Bollwerk. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel jetzt einnimmt an Minuten in dieser Aufnahmesession. Hallo. Und das war natürlich da jetzt von oberkrassen Wutausbruch, Rage am Anfang der Aufnahmesession bis hin zu jetzt wieder, oh, ich quäle mich da jetzt irgendwie durch. Bis hin zu cooler Karush-Mission und so weiter. Und Tensei war ja auch noch alles dabei. Genau, wir haben die Izila kennengelernt, den Feuerstamm, eine weitere Bedrohung für unser Dorf, auch wenn die Kinder hier
spielend aufwachsen. Sie wissen leider doch dann doch nicht, welche Bedrohung da draußen auf sie wartet. Und ich werde alles tun in den nächsten Aufnahme-Sessions und Missionen, dass wir das verhindern können. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Für mich immer noch ein großartiges Spiel, auch wenn ich hier meinen ersten kleinen Wutausbruch erlitten habe. Aber so ist das nun mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Far Cry Primal. Ich bin's, euer Tiber. Ich sag Adiao. Ciao.